Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei DuckTeam Studios. Ich werde euch diesen kleinen Tutorial zeigen, wie ihr bei eurer Fritzbox Portfreigaben aktivieren könnt. Das Ganze geht, zeige ich euch nach dem Intro. Das Ganze geht auch ganz einfach. Ihr öffnet einfach euren Internetbrowser. Ich benutze in diesem Fall Microsoft Edge. Dort klickt ihr oben auf die Suchzeile und gebt in der Webadresse fritz.box ein. Nun öffnet sich in den meisten Fällen die Router-Oberfläche eures Internet-Routers. Dort gebt ihr nun euer Kennwort ein. Nun, wenn ihr euch angemeldet habt, klickt ihr oben auf die drei Punkte auf erweiterte Ansicht, dass das Ganze bei euch aktiviert ist. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf das Register Heimnetz, Heimnetzübersicht, alle Geräte. Dort klickt ihr auf euer Gerät, für das ihr die Ports freigeben wollt. In meinem Fall ist das jetzt Ubuntu. Ich klicke jetzt dort auf Details und dort klickt ihr auf selbstständige Portfreigaben erlauben. Das bedeutet, wenn das Gerät, in meinem Fall ist es jetzt ein Server, wenn dieser Server mit Befehlen Ports freigeben kann. Das heißt, ohne meine Erlaubnis kann er Ports freigeben. Das heißt, ich muss hier in der Fritzbox dann nichts mehr umstellen. Dort klickt ihr nun auf OK. Wenn das Ganze aktualisiert ist, klickt ihr auf das Kartenregister Internet, Freigaben, Portfreigaben. Dort hat sich nun euer Gerät hinzugefügt. Dort klickt ihr einfach auf diesen Stift. Neue Freigabe und wählt nun eure Anwendung aus. Ihr könnt jetzt zum Beispiel für Minecraft-Server ein Protokoll auswählen. Das kann zum Beispiel von 25561, von 25569 sein im Fall von Minecraft-Servern. Ich mache jetzt aber keine Minecraft-Servern, sondern ich mache jetzt einen HTTPS-Server. Deswegen wähle ich jetzt das HTTPS-Protokoll aus. Dort wird das Ganze automatisch ausgefüllt, dann müsst ihr in den meisten Fällen auch nichts mehr ändern. Das könnt ihr einfach so stehen lassen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, klickt ihr einfach auf OK. Wenn ihr alles fertig habt und keine Ports mehr freigeben wollt, klickt ihr auf OK. Und nun klickt ihr auf Aktualisieren und wartet, bis dort das Licht grün leuchtet. Nun seht ihr, das Licht leuchtet grün, das heißt, es hat alles funktioniert und ihr könnt nun über eure IP-Adresse mit diesem Protokoll eure Internetseite aufrufen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr von sowas sehen wollt, schreibt doch gerne ein positives Feedback, liked den Daumen und drückt den Abo-Button. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein!